Was ich jetzt bei der aktuellen Debatte empfinde, also ich glaube, weil Sie mich gefragt haben zu Böhmermann, da kumuliert natürlich ein allgemeiner Unmut mit der Politik, die Merkel macht. Und das macht sich fest an dem Verhalten gegenüber Böhmermann. Mhm. Aber eigentlich geht es um mehr. Also im Grunde finden es doch viele Menschen total unwürdig, wie hier einem türkischen Despoten, der in seinem Land nun wirklich Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, alles, was uns wichtig sein sollte, so demonstrativ mit Füßen tritt, wie dann eine deutsche Bundeskanzlerin mit derart devoter Haltung sich ihm andienen kann, sich ihm unterwirft. Und das ist in dieser juristischen Auseinandersetzung nur kumuliert. Da geht es gar nicht darum, ob man das Gedicht gut findet oder nicht, sondern so sollte sich einfach eine Bundeskanzlerin nicht bei einem solchen Staatschef andienen. Und ich glaube, die Wut jetzt über das Ganze und die ganze zugespitzte Debatte ist eigentlich eine Debatte über deutsche Außenpolitik und deutsche Türkei-Politik. Aber trotzdem nochmal die Frage, also haben wir ein Problem in der Art und Weise, wie wir Debatten führen? Ich frage mich auch gerade zum Beispiel in der Geschichte immer wieder, Sie erinnern sich, wir haben damals darüber gestritten, im Parteiprogramm hieß es, dass die EU sozusagen eine militaristische, diktatorische Veranstaltung sei. Und ich habe Ihnen vorgeworfen, dass das ausgerechnet von einer Partei kommt, die mit ihrer eigenen diktatorischen Vergangenheit nie mal richtig aufgeräumt hat. Was natürlich nicht stimmt. Ja, kann man so und so sehen. Ist auch an dem Punkt gar nicht weiter wichtig. Aber trotzdem auch jetzt wieder die Frage, was war zuerst sozusagen die Henne oder das Ei? Also wenn da zunächst mal eine Beleidigung kommt, von der man geteilter Auffassung sein kann, ob das schon Satire ist oder ob das einfach nur unter der Gürtellinie ist. Wie kann es dann passieren, dass sich plötzlich jemand wie die Bundeskanzlerin mitten in dieser Debatte wiederfindet, in einer ohnehin politisch wahnsinnig schwierigen Situation und dann sozusagen sich rechtfertigen muss nach allen Seiten, wo man das Gefühl hat, mein Gott, diese Frau hat doch weiß Gott andere Probleme im Moment. Ihr sollte man denken, aber dann muss sie eben die Justiz Justiz sein lassen. Also sag mal, jeder, der sich beleidigt fühlt, auch von einem Journalisten, kann klagen. Das ist überhaupt unbenommen. Als Privatmann. Als Privatmann. Ja. Also es gibt natürlich, das kann ich machen, das kann jeder machen, wenn jemand ein Gedicht vorträgt, wenn jemand einen Artikel schreibt, wo ich mich irgendwie beleidigt fühle, gibt es einen Klageweg. Aber das, was jetzt Frau Merkel eröffnet hat, ist ja eine ganz andere Geschichte. Das ist sozusagen ein spezieller Paragraph für Majestätsbeleidigung. Aber den gibt es ja nun mal, ne? Dann gibt es ja. Ja gut, aber sie hat ja sogar selber zugestanden, dass der eigentlich völlig aus der Zeit gefallen ist. Und dann hätte sie natürlich auch die Souveränität haben müssen zu sagen, also über diesen Paragraphen lasse ich jetzt nicht die Justiz auf den Satiriker Böhmermann los, sondern ich sage Herrn Erdogan, also bitteschön, wir haben einen Rechtsstaat in Deutschland, wenn Sie sich beleidigt fühlen, gehen Sie den normalen Klageweg. Mhm. Aber ich rolle ihm nicht damit den roten Teppich aus. Das ist das, was sie gemacht hat. Und das finde ich wirklich auch perfide, weil sie natürlich damit auch sich demonstrativ vor Erdogan gestellt hat. Und das hatte ja auch noch eine Vorgeschichte. Sie hatte ja vorher auch öffentlich gemacht, dass sie dieses Gedicht also für nicht besonders gelungen hält. Mhm. Das kann man so sehen. Aber ich finde, als Politiker hat man die verdammte Pflicht, darüber den Mund zu halten und erst recht als Bundeskanzlerin. Also sich da öffentlich so zu verhalten, ist wirklich unmöglich. Trotzdem noch mal die Frage. Ich meine, sie hätte es sich ja jetzt, und insofern muss man sich das noch mal genau anschauen, sie hätte es sich doch jetzt einfach machen können. Der einfache Weg wäre doch gewesen zu sagen, ich gehe jetzt einfach hin und erkläre öffentlich, dass wir dieses Verfahren nicht auf den Weg bringen werden. Dann wäre ihr der Applaus von allen Seiten sicher gewesen. Na, und das weiß sie ja auch. Naja, von ist ja allen Seiten, Frau. Außer von Seiten der türkischen Regierung. Und die türkische Regierung aber hat der, ja jetzt... von der deutschen Öffentlichkeit, sie ist Kanzlerin dieses Landes, wäre sollte ihr man der denken. Applaus sicher gewesen. Sie wusste ja auch umgekehrt, was passiert, wenn sie diesen schwierigeren Weg jetzt geht, nämlich sich vorne hinstellt und sagt, ich bin der Meinung, dass das zu weit geht, dass man nicht über kopulierende Ziegen und so weiter sprechen muss, wenn man über ein anderes Staatsoberhaupt spricht. Und insofern lassen wir dieses Verfahren zu. Das ist der deutlich schwierigere Weg. Was sagt Ihnen das? Es ist der unpopuläre Weg, das kann man sagen. Aber es ist nicht unbedingt der schwierigere, wenn sie sich in der Gemengelage sieht, dass sie offensichtlich meint, der türkischen Regierung jeden Gefallen tun zu müssen, den die haben will. Und wir sehen ja, wie die türkische Regierung agiert. Also sie hat ja jetzt schon wieder gedroht, das Abkommen scheitern zu lassen, wenn es nicht die Visafreiheit gibt. Und es wird demnächst wieder einen Punkt geben, wo es eine Drohung gibt, wenn das nicht erfüllt wird. Auch der Preis wird immer höher. Also sie hat sich in einer Weise erpressbar und abhängig gemacht von dieser Regierung. Und wie gesagt, das ist nicht irgendeine Regierung. Also ich würde mir wünschen, dass sie zum Beispiel mit anderen, auch europäischen Regierungen, der französischen und anderen, deutlich toleranter und deutlich auch konzilianter umgehen würde und mit weniger Arroganz. Aber halb Europa hat immer nach europäischen Kontingenten und nach einer Aufteilung der Flüchtlinge gerufen. Da war Deutschland immer dagegen.
Und wenn sie da nicht einfach im Alleingang entschieden hätte, sondern mit den anderen gesagt hätte, okay, wir unterstützen jetzt die Forderungen von Italien, von Griechenland, wir brauchen eine europäische Flüchtlingspolitik, bevor Deutschland in diesen Schwierigkeiten war, hätte sie auch eine Chance gehabt. Nur die Türkei ist wirklich der schlechteste Partner, weil das ist so, als wenn ich sozusagen den Waldbrand bekämpfe mit jemandem, der ständig im Wald raucht und dort seine Kippen streut. Ja. Also der ist ja wirklich einer derer, die Flucht produzieren. Ich meine, der führt einen furchtbaren Krieg gegen die kurdische Bevölkerung. Da fliehen Menschen, weil sie einfach ihr nacktes Leben über sich überleben sichern müssen. Alles unbenommen und er hat natürlich auch in Syrien einen großen Anteil daran, dass dieser Krieg immer weitergeht, weil er liefert Waffen an islamistische Truppen. Und diese Truppen sind wirklich keine Freunde irgendwie des Westens oder der Menschenrechte. Weil es auch sein persönlicher Krieg gegen Assad ist und so weiter. Ganz üble Gestalten, die er dort finanziert. Das heißt, der produziert Flucht und der ist selber mitverantwortlich dafür, dass so viele Menschen ihre Heimat verlieren. Und da kann ich doch nicht sagen, das ist jetzt unser großer Partner in der Lösung der Flüchtlingskrise. Aber jetzt mal raus ist genau aus dem, der falsche. Raus aus dem Opposition.